Jetzt sehe ich gerade selber nichts. Da hinten. Boah, das wird ein extremer Schuss mit der Knarre. Ja, klasse. Aber sie sind noch da. Genau, mal ausatmen. Oh nein, daneben. Bleib stehen. Scheiße. Das sind bestimmt die von vorhin, Alter. Also, wo die Aufnahme abgekratzt ist. Aber wir werden euch wiederfinden. Und euch töten. Renn, renn. Oh. Na nü. Schmier ein Kojote. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich das erwischt habe. Ich schieße einfach sinnlos auf Tiere, ne? Das ist doch. Ja, krass natürlich, wenn jetzt nur eine Blutspur wäre. Alter, boah, krass. Hätte man das Vieh echt ein bisschen angetackelt. Oh, ich dachte gerade. Ich glaube, wir haben das überhaupt nicht erwischt. Denn mit der Knarre kommst du eh nicht so. Was haben wir denn da? Ja, ziehen vor allen Dingen. Was zur? Ich hab was weggerannt. Ich sehe nichts. Na, ich weiß, wo unsere beiden Tiere hingerannt sind. Wir werden sie so lange verfolgen, bis sie. Wir haben es erwischt. Meisterschütze Norbert. Ich bin ein wenig ruhig. Das finde ich aber nicht so schön, wenn ich ruhig bin, weil ich soll ja quatschen. Mission: Verfolgen Sie die Spur des Maultierhirsches ab. Ach ja, stimmt, genau. Es gibt ja hier, das habe ich ja gestern alles mitbekommen. Ich bin so ein bisschen auf der Hunter-Website rumgedudelüdelt. Und da kann man ja richtig Missionen erledigen. Wo will das Schwein hin? Es rennt panisch umher. Und es rennt voll ins Wasser. Na, wenn das Schwein meint, dass das eine gute Idee ist. Ja, ist das Schwein mal eben ins Wasser gerannt und. Das wird geil. Ja, wir haben es erwischt. Hand damit raus. Oh, hat er hier die Spuren gar nicht? Ich bin gerade übelst aufgeregt, ey. Huah. Ach, da vorne geht's eh. Nein, wir verfolgen das jetzt nicht. Na, nochmal die Spur an. Meine Fresse.
Hä? Der Hand damit spinnt doch so ein bisschen, oder? Ich komme überhaupt nicht klar. Ah, scheiße, wo ist das jetzt hingerannt? Fuck! Ja, doof. Alter, ich will das jetzt haben. Da hinten? Was bewegt sich da so komisch? Das könnte natürlich auch wieder nur Scheiße sein. Wo ist das jetzt hin? Scheiße! Mann, ey, kann ich immer was klappen bei mir? Mal gucken, wir gehen jetzt einfach mal der Blutspur nach hier. So, das. Ach, halt dein Maul, du blödes Vieh, Alter. Hallo, da unten sind Spuren. Das fehlt noch mein Pfeil. Haben den viel vollen Arsch geschossen, ey. Da würde ich mich aber auch aufregen. Maultier-Hirschi, da geht's weiter. Da dachte ich zumindest. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich habe das direkt aus den Augen verloren. Was ist das denn hier? Noch mehr Spuren. Maultier-Hirschi, nein! Fuck! Ich will das wieder haben. Ich will das jetzt bergen. Das ist alles Mission. Mission Impossible, Alter. Da vorne. Du flüchtest gleich nicht mehr. Und durch den Pfeil, den ich dir verpasst habe, blutest du immer weiter. Da vorne geht's weiter. Wir haben die Spur wieder. Spannend! Wird nur ob das Tier wiederfinden. Es ist unglaublich. Aber ich habe keine Ahnung. Da unten geht's weiter. Lalala, du brauchst nicht flüchten. Shit. Wir haben schon die Spur verloren. Nein, Alter, das ist. Nein, will ich nicht. Ich renne noch eine Runde und durch den Wald. Verfolgt doch einfach die Spur vom Hunter mit. Ja, bla bla. Als wenn ich das selber nicht wüsste. Aber das Reh kann ja auch irgendwie, weiß ich, eine Kurve genommen oder was weiß ich. Und dann ist der Hunter mit für'n Arsch. Sind auch ganz viele Rehe unterwegs, also Maultierhirsche. Aber man weiß es ja nicht. Schwierig. Ding. Tappel die da und schlappel die Pitti du. Es ist gar nicht so einfach. Selbst mit dem Cheater-Modul Huntermate. Ah, ey. Ach, ey, komm, wir wollen doch nur in die Bar einsaufen. Natürlich geil, wenn wir so eine Pfeile hätten. Mit so einem Ortungspeilsignalgerät-Dingens. Dann könntest du die Tiere auf dem Hunter mit direkt verfolgen. Also, wie scheint, renne ich hier nur sinnlos jetzt durch die Gegend, versuche irgendwie
den überkrass verwundeten Hirsch zu finden. Ach ja, doch, Hirsch war diesmal richtig. Ja, noch mal gar nicht falsch. Guck, ich renne jetzt mal wieder da zu dem Berg. So, mal gucken, das Tierchen ist hier runter. Ich würde eher sagen, wenn das sie. Nee, von da sind wir gerade runtergekommen, ne? Genau. Da lang soll es angeblich gerannt sein, aber ich denke eher, dass das hier weitergelaufen ist. Huch, ist da noch mehr Spuren. Siehst du, nur patz drauf, Alter. Ich kenne mich doch aus. Ziehend, Alter, willst du mich verkackeiern? Das hier hat einen Pfeil abbekommen, wurde einmal angeschossen, scheißt noch in Ruhe im Wald und wird. Da oben. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Ach, holt sich das blöde Vieh einfach mal wieder. Hier. Das blutet und scheißt einfach mal im Wald. Och, und da liegt es mit dem Pfeil. Es musste sich lang genug quälen. Und jetzt ist es mein. Oh. Okay, also, wir haben aus 141,1 Metern ins rechte Bein geschossen. Dann nochmal aus 8,4 Metern in den Körper mit dem Pfeil. Wir haben einen Maultierhirsch erlegt mit 68,3 Kilogramm. Bleah. Ein Weibchen, natürlich kein Score. Ey! Ey! Ah, Hilfe! Nein! Rutschparty! Oh! Alter! Rutscht mir das Hirschi weg! Wir haben es erwischt! Erwischt! Klick! Und wir haben die nächste Mission freigeschalten. Erledigt. Wie auch immer. Oh, wieder mal auf der wilden Prärie. Des Waldes. Den Sprung für die andere Richtung. Bewegt sich das da hinten? Mal gucken. Das sieht so aus, oder? Nee, da bewegt sich nix. Gucken, ob es hier noch irgendwo andere Tiere gibt. Und so ein Riesenfeld und kein. Nee, das ist Kind hier. Und kein Tier hier zu sehen. Das ist echt Scheißendreck. Voll krass Scheiße, Mann. Da ist auch kein Tier. Da ist kein Tier. Aber Fasane gibt es ja hier noch. Ach ja, den Fasan hörst du mal 3000 Kilometer weit. Das ist normal. So, wenn ich mal im Wald gehe, Alter, dann ist das ganz normal. Hör ich Fasane, du, ey, da kriegst du bald einen Kollaps. Was ist denn hier lang gelaufen? Ich sehe gar nichts. Keine Spuren, nix. Ach, wir wollten jetzt eh zum Fasan. Was? Hä? Ach, da! Aha! Ich wollte gerade sagen, will er mich jetzt veräppeln oder was? Anvisieren! Pam! Oh, Alter, voll in die Seite. Schön, Treffer aus 7 Metern in den Körper, ein Fasan mit 2,4 Kilogramm, Geschlecht männlich mit 25.433 G, was auch immer das sein soll, haben wir ja gepunktet. Gucken Sie den Pfeil noch mit drauf aufs Bild, zack. Voll in den Arsch geschossen. Der hat auf jeden Fall beim nächsten Mal Verstopfung. Ich weiß, ich bin manchmal so ein Arschloch, oder? Aber wir haben jetzt schon einen Reh erlegt, einen Fasan, einen Kojoten.
und versucht auf diverse andere Tiere zu schießen und boah, hat eine wilde Verfolgungsjagd. Ne? Heute ist ja wieder mal actionmäßig was gut dabei, ne?